Breite deine Arme aus und stelle deine Beine etwas weiter als hüftbreit auseinander. Deine Füße befinden sich unter deinen Händen. Linker Fuß geht nach außen. Bringe dein rechtes Knie zum Boden. Gleichzeitig faltest du deine Hände, Zeigefinger zeigen zur Sonne. Strecke deine Arme weit nach oben und hinten. Mit der Ausatmung lässt du dein Becken zum Boden gleiten. Der Halbmond. Anjaneyasana. Anjaneyasana stärkt den Quadrizeps und Gluteus und dehnt die Psoasmuskeln. Atme tief und versuche mit jeder Ausatmung mehr und mehr loszulassen. Ausatmen, bringe deine Hände in Namaste, stelle deine rechten Zehen auf und komme mit der Einatmung nach oben. Linker Fuß rein, rechter Fuß raus, senke dein linkes Knie. Einatmen, streck dich nach oben, ausatmen, gleite mit dem Becken nach unten. Achte darauf, dass deine Arme ganz gestreckt sind. Und versuche, die Hände weit hinter den Kopf zu bringen. Dein Becken gleitet mit jeder Ausatmung mehr und mehr Richtung Erde. Anjaneyasana entwickelt Kraft und Mut. Ausatmen, Hände wieder in Namaste. Komme mit der Einatmung aus der Stellung, schließe deine Beine und deine Augen und bringe deine Aufmerksamkeit auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen.